wunderschönen guten Morgen, Leute. Herzliche Grüße aus Osnabrück. Ja, zweiter Urlaub im zweiten Monat. Wieder eine Woche frei. Und ja, jetzt geht's endlich auf den Wittekindsweg von Osnabrück nach Bad Oeynhausen oder vielmehr Porto Westfalica. Ja, vor einem Monat war das Wetter noch nicht so prickelnd. Vorher war es kalt wurde. Die Woche war damals irgendwie mit minus 3 bis minus 4 Grad täglich angegeben. Jetzt sind es Plusgrade. Das heißt, ich habe mich aufgerafft. Und in 4 Tagen brauche ich wahrscheinlich für den Weg. Ja, das gehen wir jetzt mal Richtung Startpunkt. Der ist nämlich hier am Rathaus. Und dann sehen wir uns gleich dort. Jetzt habe ich bin ich angekommen hier am Headpoint des Wittekindsweges. Wie ihr gesehen habt, da oben ist das Schild. Ich würde sagen, wir haben schon etwas später, sind schon irgendwie 9:30. Dann lassen wir aufbrechen und dann hier mal die Stadt langsam verlassen. Ja, Maibaum steht auch schon, wir haben nämlich heute den 1. Mai. Ja, spannende Sache. Ah, herrlich. Ich liebe ja, wenn das Wetter an so einem Tag einfach mal perfekt ist. Einfach nur geil. Wer den ersten Teil oder wer den Hühnweg kennt, der wird hier feststellen, dass ich hier ein ganzes Stück momentan dem Hühnweg folge. Denn der Wittekindsweg läuft eigentlich parallel eine ganze Ecke bis Osnabrück raus mit dem Hühnweg parallel. Daher gibt es hier auch nicht sonderlich viele Schilder. Und ja, ich musste mich gerade schon mal ein bisschen umgucken, weil ich mich ein bisschen verfranst habe. Au. Da ist irgendein Vogel ins Wasser rein. Das kann ich, ob es hier tatsächlich Eistaucher gibt. Wäre schon echt stark. Aber das weiß ich gar nicht. Das glaube ich zwar nicht, aber müssen wir mal recherchieren. Naja, jedenfalls, wie gesagt, Hühnweg läuft hier mit dem Wittekindsweg viel parallel. Vor allem in der Osnabrück, aber ich sehe schon das nächste Schild. Das geht natürlich nach links weiter. Ja, schon spät. Ich werde mich mal ein bisschen beeilen. Beim Botanischen Garten oder Bürgergarten in Osnabrück. Aber wie gesagt, die Strecke müsstet ihr kennen, wenn ihr die erste Folge vom Hühnweg gesehen habt. Da bin ich auch schon durchgekommen. Das heißt, ich werde jetzt hier auch nicht mit jedem Kram filmen. Nachdem ich letzten Tag ein bisschen am Straggeln war, ob ich es doch machen soll oder nicht, keine Ahnung warum, bin ich jetzt doch froh, draußen zu sein. Also wenn man den Schritt erstmal gemacht hat, das ist dann schon mal eine ganz, ganz große Sache. Also Leute, macht sowas auch mal. Für eine Woche einfach mal rausgehen. Wanderweg bis 100 Kilometern. Und ja, mal draußen pennen, mal hierhin, mal dahin. Die Wege sind meistens sehr abwechslungsreich. Lohnt sich auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es schon gesagt hatte eigentlich. Ja, der Weg hat insgesamt irgendwie 96 Kilometer. Ja, 4 Tage ist angesetzt, das heißt also roundabout 25 am Tag. Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich nicht zu rennen, ganz leisure, ganz ruhig. Ne? Also kameramäßig bin ich jetzt auch nur mit der GoPro 11 unterwegs. Gut, ich habe meine Sony dabei, aber mit dem Kit-Objektiv, alles gut, also für ein paar Fotos oder extra Shots. Das wird natürlich auch gehen, aber ich habe wirklich geguckt, dass ich möglichst leicht unterwegs bin. Ja, ich hätte auch gerne auf den Regenschirm verzichtet, aber da ist ein Tag bei, wo eventuell der letzte, wo ein bisschen was sein könnte. Da gehe ich dann lieber auf Nummer sicher. Ihr kennt das ja. Bevor es nachher wirklich regnet, man da steht und hat nichts. Ja, fühlt sich wirklich gut an hier draußen. Schön an der ganzen Sache ist, es wird alles grün. Wir haben so richtig schönes Maigrün schon. Ah, nicht mehr so die kahle Kacke. Ah, das finde ich herrlich. Einmal mal tief einatmen und die Natur genießen. Einfach traumhaft. Erst einmal, man merkt es. Überall ist am Feiern, da hinten war laute Musik. Was auffällt, ist, dass streckenweise die Beschilderung etwas mau ist. Also mau in dem Sinne, dass A, wie gesagt, also man spart sich halt die Schilder. Zum Teil, weil hier alle andere Wanderwege sind. Sieht man das hier schön an dem Pfeiler. Das sind ganz viele verschiedene. Aber einige Wege sind tatsächlich auch, also bei meinem, also viele Schilder sind halt einfach schlecht. Hier war jetzt ein gutes dran, das haben sie neu gemacht. Aber sehr oft hast du wirklich super schlechte Schilder, teilweise abgerissen. Bis eins war wirklich komplett weiß inzwischen. Ja, das finde ich nicht ganz so prickelnd, ganz ehrlich nicht. Aber gut, für sowas gibt es ja die GPX-Tracks, die man sich runterladen kann. Kleine Brücke. Ein kleinen beschaulichen Flüsschen. Das hier ist auch sehr schön, auch wenn ich wieder Müll sehe. Aber es hat schon was sehr Idyllisches. Was ist heute los, Alter? Das stimmt, 1. Mai, Bollerwagen-Touren und Co. Ne? Halleluja, also gerade schon den Riesenschwall an jungen Leuten. Also mein Alter, vielleicht 10 bis 5 Jahre jünger oder so gesehen, die wirklich Party feiern mit Bollerwagen und Alkohol durch die Gegend zogen und ja, drohten meinen Weg quasi zu kreuzen. Da habe ich einen kleinen Umweg gemacht, aber wirklich nur ganz klein. Und gerade ein bisschen in den Wald rein, weil, also wirklich, ich muss sagen, heute ist echt warm. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, bestes Wanderwetter. Nee. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen hört, dieses Boom, Boom, Boom. Man hört die immer noch, die sind irgendwo da hinten. Halleluja, Alter. Heute ist hier aber der Stepp der Bär, ich sag's euch. Das nächste Mal richtig ordentlich Party, ey. Hört ihr das?
Das ist auch noch geil. Alter, was gehen die Leute hier ab? Heftig, ey. Herrlich. Your heartaches and pain will all heal with time, girl. Your love is mine if we plant the seed. Ich habe erstmal das Ding umgangen. Ich weiß, das sieht man jetzt gerade gar nicht. Da hinten ist ein Gehöft. Ein großes, da sind bestimmt hunderte von Jugendlichen und anderen jungen Erwachsenen. Und nur am laut Musik, es ist gesaufe und eine richtige Pilgerreise ist das. Ja, und ich wollte da nicht durchlatschen. Bin ich jetzt hier ein bisschen hoch, querfeldein. Und jetzt werde ich zwar gleich eine kleine Abkürzung genommen haben. Unerlaubterweise. Sünde auf mein fucking Haupt. Piep, also Sünde auf mein Haupt. Und ja, aber egal. So langsam bin ich jetzt im Wiedengebirge angekommen, da wo es eigentlich weitergeht, auf dem Kammweg. Puh, gerade ein Stück berghoch. Und jetzt geht's weiter. Verrückter Tag heute. Sind wir endlich wieder auf dem Weg angekommen, wie ihr seht. Mach wieder. Ja, kleiner Umweg gemacht. Bei 2 Kilometer gespart. Aber gut, dafür dem Trubel ausgewichen. Tja, ich habe ja gerade gesagt, den Trubel ausgewichen. Geradeaus vor mir. Mehrere kleine Gruppen von, was schätze ich, 15, 20 Leuten. Ey, das ist hier auch, glaub ich. Das ist, ey, wirklich, man kann es auch übertreiben, ne? Alter Schwede. Sometimes it burns. Sometimes it hurts. When you say my name. But thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No, I don't wanna see if it isn't me. Oh, ein kleines Lebenszeichen von mir. Boah, ich hätte jetzt auch die ganzen Weg, also locker, ich weiß nicht. 15, also nicht Quatsch, nein, aber 5, 6, 7, 8 Gruppen wieder, die da mit Bollerwagen lang sind und. Noch mit der Kamera natürlich angesprochen worden. Sollte irgendeiner dieses Video sehen, ey. Sorry, aber ich war irgendwie. Ich bin im Wandermodus, nicht im Labermodus. Das ist mein Problem. Wobei ich hätte Bock auf Party gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber dafür bin ich jetzt gerade nicht hier. Ja. Jedenfalls bin ich jetzt tatsächlich raus aus Osnabrück. Bin vorhin durch Rulle gelaufen. Jetzt hier auch wieder raus und ja, jetzt geht's einen Weg lang. Ich glaube, ich weiß auch schon hin, das ist immer eine Bank. Ich habe beschlossen, tatsächlich morgen oder heute Abend irgendwo vor Osterkappeln, also wir werden mit der Straße noch 12 Kilometer, aber vor Osterkappeln auf jeden Fall Pause zu machen und die Nacht zu verbringen. Einfach aus praktischen Gründen, weil ich dann eventuell in Osterkappeln dann einfach einkaufen kann, ein bisschen Wasser oder ziehen. Macht's einfacher. Ja, Wetter ist noch gut. Die Sonne ist gerade hinter einer fremden Wolke verschwunden. Was gar nicht mal so schlecht ist, weil es ist echt warm. Also das ist wirklich, man könnte sich, es ist wie im Hochsommer. Also wir haben bestimmt 28 Grad mindestens. Wenn nicht sogar, na 30 glaube ich noch nicht, aber sagen wir mal so zwischen 25 und 30 irgendwo dazwischen. Das merkt man schon. Aber zum Wandern ist es eigentlich eine super, super Sache. Es macht Spaß. Es regnet ja nicht. Es ist. Ja, du kannst bleiben. So, dann melde ich mich gleich, wie ich die Bank und so gefunden habe. Und mache mir dann da erstmal was zu trinken und mal gucken. Knusper da irgendwas. Ich habe ja noch meine ganzen Nuss- und Fruchtmischung noch im Rucksack. Da werde ich mir dann wahrscheinlich eine Tüte gönnen.
bisschen Energie für den Körper braucht er trotzdem. Ja, bis gleich. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hinten auf der Kamera. Ich hätte euch gern gleich so schön die Sitzgelegenheit gezeigt. Und ja, sorry, ich bin da jetzt schon am ersten Tag hyper angenervt. Also wirklich hyper angenervt. Also wirklich, das waren mindestens jetzt schon, ach keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Saufgruppen, Alter. Und du läufst 10 Kilometer, Alter, auf der Suche nach einer Bank, Alter. Und dann sitzt das, ist alles voll, alles voll. Alles voller Party People. Ey, nichts, du kannst dich hier nirgendwo hinsetzen, ohne dass hier irgendwo eine Saufgruppe ist, Alter. Mit lauter Musik und irgendeinem Scheiß. Mann, f***. Das ist Spaß zum Piepen. Also, damit, ey. 1. Mai, ich hasse ihn. Jetzt schon. Wer weiß, wann die nächste Gelegenheit kommt, sich irgendwo hinzusetzen. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein, ey. Bisschen minder, weil er Pumper hat, hast nicht mal die Gelegenheit, eine Bank. Mann! Sorry, aber da musst du mal raus. Das macht mich aggressiv, ernsthaft. Gott sei Dank können die morgen alle wieder arbeiten gehen. Alle! Beschlossen, meine Pause jetzt hier mit einem Wald zu machen. Wie das hier seht, ich gehe da jetzt rein. Ich bin zu voll. Ich warte jetzt nicht, bis die nächste Bank kommt. Komm ich mal. Ich gehe da jetzt rein. So voll. Aber dafür ist es hier schön. Alter. Erstmal hinsetzen. Eine Flasche haben wir hier schon. Und mein Backpad. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut das tut gerade, sich mal wieder hinzusetzen. Endlich wurde auch mal Zeit. Die ersten Mücken sind schon wieder da. Die haben sie, ich glaube, sogar Moskito gestreift, aber da. Das mal rausholen. Gott sei Dank alles gut sortiert. Essen. Dann haben wir hier noch Elektrik drin im gelben Sack. Und vor allem das hier. Das ist jetzt wieder das Wichtigste. Ich habe diesmal tatsächlich beide Pötte mitgenommen. Den kleinen und den großen. Einfach damit ich einen habe, wo ich Wasser kochen kann und einen, wo ich einfach nur trinken kann. Hielt ich dann doch für sinnvoll. So, ein bisschen Vitamine, ein bisschen Calcium. Magnesium habe ich mal heute Morgen reingepfiffen. Aber mein Körper verbraucht gar nicht so viel Magnesium. Das fällt mir immer wieder auf. Auch beim Wandern nicht. So. Das ist eigentlich nie ein Problem bei mir. Da kriege ich eher ganz üble Winde der besonderen Art. Das ist nämlich auch so eine Nebenwirkung, wenn man zu viel Magnesium zu sich nimmt.
interessant. Ja, und Magnesium macht ja aus Überdosis auch müde. Und das könnte ich auch schon beobachtet haben unter Umständen. Von daher gesehen nehme ich davon jetzt immer Abstand. Und zum Glück kann ich das morgen auch noch bei, sag schnell, Edeka oder bei Lidl nachfüllen oder nachholen, wenn ich dann in Buster Kappeln bin. Aber ich gucke erstmal dahin nach, wie überhaupt so die Entfernungen sind. Bis dahin. Das wäre jetzt so das Wichtigste. Damit ich ungefähr gucken kann, wie weit ich noch laufe. Ich will erstmal was getrunken. Oh, erstmal einen Liter Wasser nachgekippt und schöne Tüte mit Erdnüssen und anderen Knabberzeug gefuttert. Alter, wenn ich nicht noch ein bisschen laufen wollte, wäre das hier der perfekte Ort, um die Pause Nachtruhe zu verbringen. Das ist schon eine geile Ecke. Wir sind zwar ein Hochsitz ist da vorne und da vorne wahrscheinlich ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist, ein Zaun oder was für eine Schonung. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, aber da wäre mir auch egal. Also, das ist hier kein Naturschutzgebiet. Von daher gesehen forstwirtschaftlicher Wald. Wäre mir egal. Aber leider müssen wir noch ein bisschen weiter. Ja, so, ich habe Sachen schon mal eingepackt. Ich würde jetzt sagen, dass wir uns jetzt mal wieder weiter auf den Weg machen. Oh, 2-3 Stunden noch laufen. Denke, das kriegen wir wohl noch hin. Ne? Also los. Ja, da sitzen total gut. Kann man nicht anders sagen. Ja, ist, hatte ich schon erwähnt, dass viel los ist? Ja. Dafür zieht jetzt der Himmel langsam zu. Ein paar etwas dunklere Wölkchen sind am Himmel. Ich hoffe mal nicht, dass es heute noch regnet. Aber ich glaube es nicht eigentlich. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich denke, ich weiß. Kommen wir gleich erstmal an der Hütte an, wo wir schon mal waren, vom Hühnweg. Damals habe ich hier einen Typen und seine Tochter getroffen, die waren hier reiten und hatten hier ein Bier versteckt. Das wäre jetzt eine Idee, mal zu gucken, wo das ist. Nein, Quatsch, ich glaube niemandem sein gut verdientes Bier. Ich vermute mal, das wird hier irgendwo hinter der Hütte liegen. Die Clemens Arkenstedt Hütte. Wie gesagt, erste Etappe Hühnweg. Da habt ihr die auch schon gesehen. Interessante Frage, ob man hier einigermaßen, ob man hier drin die Hängematte aufkriegt. Das wäre jetzt mal interessant. Schwierig. Nur sehr gebogen, würde ich sagen, um das Dach. Aber ja, wie gesagt, ich wäre eh weiter. Von daher gesehen ist mir die Hütte eigentlich relativ schnuppe. Ja, geht's gleich da unten hart nach rechts ab in den Wald. Von da aus geht's nur noch geradeaus. Über den Kamm hin. Ja, es geht natürlich rechts hoch Richtung Kamm. Und jetzt bin ich hier tatsächlich auch wahrscheinlich eine ganze Weile im Wald drin. Was mir natürlich sehr gut gefällt. Aber auch da waren gerade schon wieder Leute, aber es wird weniger. Wird ja auch später und so weiter. Ach, hier so ein Ameisenlehrpfad, der hier lang führt. Das ist der B. Und ich glaube, der B führt da runter, glaube ich. Und das ist nicht mein Weg. Vielleicht nehme ich euch mal irgendwann mit auf so einen Weg. Könnte passieren, wer weiß. Lasst euch mal überraschen. Guck
mal, Leute, da haben wir auch wieder so einen schönen dicken, fetten Ameisenhaufen. Das wuselt da nur so vor sich hin und unfassbar. Also die Tiere sind tatsächlich jetzt auch schon richtig wieder aktiv. Jetzt Monaten hatte ich immer mal welche gesehen, da war es aber noch kalt und da waren die alle noch, da war nichts drauf so zu sehen. Ja, aber mittlerweile ist das wieder die reine Wuselattacke. Voll geil. Da ist noch ein zweiter, wie ihr sehen könnt. Ja, sozusagen, ne? Also Ameisenleerpfad, ich sag das ja. Nur stehen hier keine Schilder, das ist ein Problem. Kam tatsächlich Regen runter. Ja, es wird aber später mittlerweile. Und ja, ist aber die Motivation, es kam ein bisschen nach. Das merke ich richtig. Ach, der große Regen ist gerade weg. Schirm gleich wieder einpacken. Dass hier so wenig Hütten und so wenig Möglichkeiten sind, finde ich anstrengend. Und die Schürze, die ich jetzt angepeilt hatte, die ferne Ecke, die ist nicht mal am Weg. Da muss ich Umweg gehen. Ja, macht nichts, alles gut. Keine Ahnung, mal schauen. Zur Not reicht mir tatsächlich auch eine Bank. Aber wie gesagt, erstmal muss ich noch ein paar Kilometer gehen. Bekannter hier. Das müsste der Parkplatz vom Sündelstein sein, vom Terratec. Da sind wir ja schon mal gewesen. Für die, die mich das erste Mal sehen, einfach mal unter Geovita oder Terravita Tracks gucken bei mir. Und dann ist das der Sündelstein. Da ist das Schild. Aber für uns geht's da unten weiter. Sehe ich schon mal. Ist da vorne. Sogar eine recht große. Na, mal gucken. Das muss die nur noch leer sein. Weh, da sind welche drin. Boah. Bei meinem Glück heute aber könnte das passieren. Wer weiß. Etwas duster da drin, aber es geht. Aber ich werde mich tatsächlich hier in den Bäumen reinpflanzen. Ich werde da nicht reingehen. Ist auch gerade etwas dunkel für die Kamera. Ich werde da jetzt gleich mal mein Licht draufstellen. Ja, und dann mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich mich da reinhängen kann. Aber hier sind genug Bäume, wie ihr seht, um mich da wunderbar hinterzuhängen. Hier waren schon zwei gefunden, die eventuell gehen können. Jo. Dann würde ich sagen, bin ich heute angekommen. Gott sei Dank. Endlich Feierabend. So, meine Freunde, jetzt will ich euch mal zeigen. Ich habe nämlich die Hängematte und so weiter aufgehängt. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie das hier aussieht. Boah, ich blende mich gerade voll ich selbst. Das ist nämlich schon so duster. Ich habe nämlich auch ein neues Spielzeug. In der Ridgeline, ein Ridgeline Organizer habe ich mir besorgt.
Ja, damit ich auch meine Ladesachen dann da reinpacken kann, ohne dass mir der Kram quasi seitlich neben den Schlafsack oder der Matratze rutscht. Ja, und jetzt drehe ich mal die Kamera kurz und dann zeige ich euch das. So, seht ihr das? So, das ist mein Tab, mein Ultraleit-Tab. So, da wieder mein kleiner Schraubfinger. Da in der Mitte, wie ihr seht, die Taschenlampe, so eine kleine Lampe und dahinter der Organizer, den man nach vorne und hinten ziehen kann. Ja, ich find's geil. Ja, das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Weil, wie gesagt, das Licht geht jetzt hier rapide weg. Und gleich seht ihr bald gar nichts mehr mit der Kamera. Die GoPro ist dafür einfach so schlecht. Ja, dann würde ich sagen, Leute, machen wir heute mal dicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, lasst einen Daumen oben da. Abo wäre ganz cool, ne? So für den Algorithmus und YouTube und so. Ist auch kostenlos, ist ja wichtig. Ne? So. Und da würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Leider frische. Ja. Schlaf gut. Haut rein.